Die Quanz. Heute die erfolgreichste Unternehmerfamilie Deutschlands. Ihr Aufstieg ist eine Geschichte, die nicht selten dramatisch verlief. Sie ist voller Triumphe, aber auch voller Tragödien. Sie erzählt von Zwangsarbeit, Rüstungsproduktion und Skandalen. Ein Lehrstück über das Unternehmertum und über die Verführungskraft des Geldes. Zugleich ist es eine große Familiensaga, die von Kampf und Sieg, von Streit und Zusammenhalt, von Tod und Erneuerung berichtet. Bevor wir dir diese fesselnde Geschichte offenbaren, möchten wir dich bitten, einen Like oder Kommentar dazulassen, mit dem du uns in unserer Suche nach der Wahrheit unterstützen kannst. In unserer Dokumentation werden einige Namen fallen und ja, es war auch für uns etwas verwirrend. Um dir dabei zu helfen, nicht den Überblick zu verlieren, stellen wir hier nun kurz einen Stammbaum vor, der dir während des Videos helfen wird. Den Ursprung bildet Emil Quandt mit Frau Hedwig und ihren Kindern Günther, Werner, Gerhard und Edith. Günther Quandt mit Frau Antonia, zwei Söhne Helmut und Herbert, mit der zweiten Ehefrau Magda einen Sohn namens Harald. Fritz Paul ist der Ehemann von Edith Quandt und der Sohn von Rudolf Paul, der mit seiner Textilfirma in den Zusammenschluss geht. Herbert Quandt, erste Ehefrau Ursula Münstermann, zweite Ehefrau Lieselotte Blobelt. Aus zweiter Ehe entstehen Sonja, Sabine und Sven. Herbert Quandts dritte Ehefrau Johanna Schrey, mit der er Tochter Susanne Klatten bekommt. Harald Quandts Ehefrau Inge Bandeko, zusammen haben sie fünf Mädchen namens Katharina, Gabriele, Annette, Colleen Bettina und Patricia. Susanne Quandt heiratet Jan Klatten. Stefan Quandt heiratet Katrin. Bist du bereit, in die Vergangenheit der Quandt-Dynastie einzutauchen? Dann lehn dich zurück und erlebe ihre Geschichte hautnah mit. Anders als vielleicht erwartet, beginnt die Entstehung des Quandt-Imperiums nicht mit der Automobilbranche. Sie begann am 18. Januar 1701, als sich Kurfürst Friedrich III. Von Brandenburg selbst die Krone auf den Kopf setzte und auf diese Weise Friedrich I., König von Preußen, wurde. Preußen war zu jener Zeit arm, dünn besiedelt und rückständig. Und um das zu ändern, holte sein Nachfolger Friedrich Wilhelm I. Emigranten aus ganz Europa ins Land. Mit 300.000 Zuwanderern schaffte er es, die preußische Wirtschaftsmacht zu stärken und die Steuern einzunehmen, die er als König für seine Armee brauchte. Die Quandts waren unter den zahlreichen Einwanderern und über Generationen hinweg Handwerker wie Seiler, Schuhmacher und Tuchmacher. Ihr Aufstieg zur bedeutendsten deutschen Wirtschaftsdynastie begann mit Emil Quandt. Emil, geboren am 13. Januar 1849 in Pritzwalk, Brandenburg, ist der einzige Sohn von Friedrich und Henriette Quandt. Sie lebten in der kleinen Stadt, nachdem sie aus Holland nach Deutschland gekommen waren. Als Emil gerade mal 6 Jahre alt war, verlor er seinen Vater viel zu früh. Emil lernte Sparsamkeit und Fleiß schon in Kindheitstagen, weil er es musste. Mit 16 Jahren arbeitete er in der Tuchfabrik Dräger in Pritzwalk. Es war keine leichte Tätigkeit, denn Garn wurde damals noch von Hand gesponnen. Doch die Jahre harter Arbeit sollten sich für ihn auszahlen, denn er schaffte es, im jungen Erwachsenenalter als Prokurist der Firma anzutreten. Die Tuchfabrik Dräger war zu seinem Leben geworden. Die Stunden, die er dort verbrachte, erfüllten ihn und er blühte richtig auf. 1871, dann die Katastrophe. Die Firma brannte während eines immensen Feuers bis auf die Grundmauern ab. Für Emil fühlte es sich an, als hätte ihm jemand das Herz aus der Brust gerissen. Nachdem die Versicherung Phoenix aus London für den Schaden aufkam, hatte sich einer der Trägerbrüder auszahlen lassen, weil er keinen Sinn in einem Wiederaufbau sah. Der andere jedoch, Ludwig, hing genauso an dem Familienbetrieb wie auch Emil und ließ mit dem Geld der Versicherung 1873 ein neues, vierstöckiges Gebäude errichten, um nochmal von vorn anzufangen. Emils Treue hatte Ludwig fasziniert und so wurde er über die weiteren Jahre einer der wichtigsten Mitarbeiter für ihn. Und nicht nur das, Emil und Ludwigs Tochter Hedwig verliebten sich ineinander und beschlossen zu heiraten.
Kurz vor ihrer Hochzeit im Jahre 1880 starb Ludwig Dräger jedoch und Emil musste 3 Jahre später die Firmenleitung übernehmen. Bis zu seiner Unternehmensübernahme blieb die Firma in den Händen der Witwe Dräger und den 5 Kindern, die Ludwig hinterlassen hatte. Emil mit seinen 33 Jahren wagte sich an die neue Aufgabe motiviert heran und tat alles dafür, das Unternehmen über Wasser zu halten. Es war kein Sonntagsspaziergang, denn er hatte den Betrieb inmitten des Wiener Börsencrashs von 1873 übernommen. Eine Resignation hatte sich daraufhin im Land ausgebreitet und für Unternehmen, nicht nur in der Textilbranche, begannen harte Zeiten. Emil, der gelernt hatte, Durchhaltevermögen zu zeigen, bewältigte diese Krise und von 11 Tuchfabriken in Pritzwalk sollte sein Unternehmen das einzige sein, das die Flaute überlebte. 1 Jahr nach ihrer Hochzeit am 28. Juli 1881 bekamen Emil und Hedwig ihr erstes Kind, einen Sohn, den sie Günther tauften. Da die junge Familie nun zu wachsen begann, zogen sie bald darauf in Hedwigs Elternhaus, das neben ihrer Tuchfabrik lag. Durch diese Nähe zum Unternehmen konnte Günther schon als Kind beobachten, wie sich der Betrieb entwickelte. Er sah die strenge Hierarchie aus Arbeitern, Vorarbeitern und Meistern und über all dem stand sein früh ergrauter Vater mit einem mächtigen, nach oben gezwirbelten Schnauzbart. Emil war konservativ, auch in der Geschäftsführung. Er mochte sich kein Geld leihen, sein Sohn Günther wird später über ihn sagen. Er dachte wie ein Bauer oder Handwerker, was er erarbeitet hatte, sollten seine Söhne einmal weiterführen. 2 weitere Jungs werden in der Quandt-Familie geboren, Werner und Gerhard und ein Mädchen namens Edith. Günther als der Älteste sollte eine gründliche Ausbildung für die Nachfolgerrolle erhalten. Doch damals war das nicht einfach. Pritzwalk hatte 6000 Einwohner und kaum Lehrer für Englisch, Französisch, kaufmännisches Rechnen und Naturwissenschaften. Schulfächer, die Günther für seine spätere Unternehmerrolle dringend benötigen würde. Also wählte Emil einen anderen Weg für seinen Sohn und stellte damit die entscheidende Weiche im Leben von Günther. Er schickt ihn mit 15 nach Berlin, um dort das unerlässliche Wissen zu erlangen. Auf diese Weise schnupperte Günther in die aufstrebende deutsche Hauptstadt hinein. Berlin wuchs nicht, es wucherte. Er begann davon zu träumen, später Architekt zu werden und nicht in die Fußstapfen seines Vaters zu steigen. Doch der Ruf seiner Aufgabe erreichte ihn früher als geplant, denn Emil erkrankte schwer an Galle und Leber. Von da an lief alles in ungeordneten Bahnen im Hause Quandt. Emil war wegen seiner Krankheit oft auf Kur in Karlsbad und konnte mit dem Treiben des Unternehmens nicht mehr mithalten. Günther, der erst 17 Jahre alt war, saß plötzlich auf dem Unternehmensleiterposten und war komplett überfordert. Seine Jugend war schlagartig beendet. Günther durchlief 1899 einen 6-monatigen Schnellkurs im Unternehmen Dräger und danach schickte Emil ihn an die Preußische Höhere Fachschule für Textilindustrie. Aber der Schnellkurs war nicht genug gewesen. Günther kommt im Unterricht nicht mit und sitzt jede Nacht über den Büchern, um das Versäumte aufzuholen. In Wittstock stand unterdessen die Tuchfabrik des Kommerzienrats Paul Wegener zum Verkauf. Und obwohl Emil gesundheitlich nicht in der Verfassung für geschäftliche Entscheidungen ist, kauft er sie nach langem Überlegen für 1,1 Millionen Mark. Als Günther mit 19 zurückkam, übernahm er in dieser Tuchfabrik die Leitung für 6 Jahre, modernisierte sie und spielte Gewinne ein. Danach hatte er vor, eine Familie zu gründen, was er schließlich mit der 3 Jahre jüngeren Antonia Ewald, der Tochter eines Maschinenfabrikanten aus Pritzwalk, tat. Das frisch verheiratete Paar fuhr für 5 Wochen in die Flitterwochen und durchquerte bei ihrer Reise Südtirol und ganz Italien. 1908 kam das erste Kind, ein Sohn namens Helmut, 2 Jahre später der 2. Sohn Herbert. Günthers Einfluss auf die Textilbranche wuchs vor dem Ersten Weltkrieg kontinuierlich. Seine Schwester Edith verlobte sich 1910 mit dem Sohn des Wittstocker Textilfabrikbesitzers Rudolf Baul. Bald kontrollierte der Quandt-Clan die 3 bedeutendsten Unternehmen in diesem Geschäftsfeld. Günther, Edith und Rudolf schlossen sich zusammen und Günther hatte als Platzhirsch das Sagen über die 3 Textilfabriken. Das war der Beginn des Quandt-Imperiums.
Zu der Zeit tobte der Kapitalismus im Land. Große Firmen fraßen kleinere einfach auf. Das Ergebnis war, dass auch Rohstofflieferanten, Zulieferer und Herstellerbetriebe unter das Dach der Konzerne gezwungen wurden. Dann der Ausbruch des Ersten Weltkriegs. Eine bittere Wende in Günthers Leben. An einem sommerlichen Sonntag im Juni 1914 saß Günther im Zug, als er sah, dass Ausflügler in Bahnhöfe strömten. Als er an seiner Haltestelle ausstieg, hörte er Zeitungshändler Extrablätter ausrufen. Am Bahnhof drückte man ihm eins von diesen Blättern in die Hand. Der Titel stach ihm sofort ins Auge. Erzherzog Franz Ferdinand von Österreich und Gattin in Sarajevo von einem Serben ermordet. Das war ein Schock. Innerhalb von 2 Stunden ging das Wort Krieg von Mund zu Mund, denn die Bürger wollten Rache. Wie dem auch sei, 3 Wochen später sah es so aus, als gäbe es doch keinen Krieg, und so brach er zu einer lang geplanten Schiffsreise nach Norwegen auf. Allein, denn Antonia hatte eine OP als Folge der schwierigen Geburt ihres Sohnes Herbert. Der Kapitän des Schiffes informierte die Reisenden kurze Zeit später über die Mobilmachung, also den Kriegsbeginn. Und so ging es in Eilfahrt durch die Nacht hindurch bis nach Bergen, wo das Schiff morgens ankerte. Am 3. August 1914 lief das Schiff in Bremerhaven ein, von wo Günther den Nachtzug über Hamburg nahm und am frühen Morgen des 4. August zu Hause ankam. Hier erwartete ihn eine mittlere Katastrophe. Seine kranke Frau Antonia, noch immer von ihrer OP geschwächt, und seine Textilfirma in Wittstock brauchten ihn mehr denn je. Sein Bruder Werner blieb damals in Pritzwalk und kümmerte sich wenigstens dort um die Fabrik. Doch dann fällt Rudolf Paul, sein Schwager, plötzlich aus, da sein Sohn Fritz, Ediths Ehemann, in den Krieg ziehen musste und er in Sorge um ihn war. Günther blieb nichts anderes übrig, als sich auch um die Wittstocker Textilfirma von Rudolf zu kümmern. Aufträge über 1600 Uniformen pro Woche flatterten zu dieser Zeit ins Haus. Günther und sein Bruder Werner sind voll ausgelastet, wenn nicht sogar voll überlastet. Doch ein Krieg ohne Nahrung ist schon verloren, bevor er überhaupt begonnen hat, oder? Nun, Preußen hatte keine Nahrungsvorräte in dieser düsteren Zeit. Also beschloss man, Männer der Wirtschaft im Auftrag des Ministeriums das Kommando übernehmen zu lassen, das die Industriellen in Kalkulation für überlebensnotwendige Güter nachhelfen konnten. Auch Günther saß damals in der Kommandozentrale. Niemals vorher in der Geschichte waren größere Menschenmassen kämpfend aufeinander getroffen. Aber niemals zuvor hatte die Zahl der Gefallenen so wenig Bedeutung. Es ging um die Ausstattung der Kämpfenden. Panzer, Flugzeuge, Maschinengewehre, Giftgas. Nicht um Überlebende. Günther gehörte zu den Gewinnern an dem Kriegsleid und reiste währenddessen nach Berlin, um Verbindung zu den mächtigsten Männern aufzubauen. Seine Unternehmen leitete er von der Hauptstadt aus. Vom Blutbad und Massensterben in den Schützengräben bekam er nichts mit. Nach dem Ersten Weltkrieg übernahmen 1919 die Sozialdemokraten die Führung des Deutschen Reichs. Während das Volk jubelt, sieht Günther das als bedrohlich an. In Berlin wüten Straßenschlachten, Demonstrationen, Streiks und Putschversuche. Besonders für die kaufmännischen Industriellen waren das gefährliche Zeiten. Schon 1918 hatte sich Günther aus diesem Grund nach einer luxuriösen Villa in Berlin umgesehen. Stolz ruft er Antonia an, um ihr zu erklären, dass er ein Prachtstück gefunden hat und sie es sich unbedingt anschauen muss. Sie reist mit den beiden Söhnen in die Hauptstadt, schaut sich die Villa in Neubabelsberg mit einem 7000 Quadratmeter großen Park an. Sie ist begeistert. Hier sollten sie bald alle gemeinsam und in Frieden wohnen. Doch es kommt alles anders. Am Tag darauf, als Antonia zu Hause ankommt, ruft Günthers Prokurist bei ihm an und sagt ihm, dass sie sich eine schwere Lungenentzündung zugezogen hat. Einen Tag später starb Antonia. Sie war eins von insgesamt 20 Millionen Opfern, die die spanische Grippe 1918 weltweit forderte. Nach dem Tod seiner geliebten Antonia versuchte Günther mit der Tragödie klarzukommen. Seine Söhne waren auf der Universität und sahen ihn nur am Wochenende.
Eine Zerreißprobe für die Familie. Am Grab seiner Frau war Günther sich sicher gewesen, etwas Unwiederbringliches verloren zu haben. Doch schon bald fühlte er sich zu einer anderen Frau hingezogen. Diese Frau wird die Geschichte der Familie Quandt prägen wie keine andere. Kurz nach Ostern 1919 war Günther im Zug zwischen Berlin und Kassel unterwegs, als er eine junge Frau sah. Sie hatte hellblaue Augen, schönes, volles Haar, ein hübsches Gesicht und war schlank und anmutig. Er stellt sich ihr vor. Er selbst war ein bisschen kahl und hatte die verbliebenen Haare quer über den Kopf gekämmt, hatte ein kleines Bäuchlein und etwas abstehende Ohren. Die Frau mustert ihn von oben bis unten und kommt mit ihm ins Gespräch. Magda Friedländer ist erst 17, doch Günther hatte sich verliebt. Am 4. Januar 1921 heirateten die beiden. Helmut, der nur 7 Jahre jünger war als sie selbst, mochte sie sehr und akzeptierte sie schnell. Herbert hingegen tat sich etwas schwerer, denn er war sehr schüchtern, ruhig und in sich gekehrt. Bald darauf bekommen Magda und Günther nochmal ein Kind mit dem Namen Harald. Doch die Ehe stand in einer kritischen Situation. Es gab viele Streitereien zwischen den Eheleuten, denn Günther gefielen Kleinigkeiten nicht, wie zum Beispiel im Schlafanzug am Frühstückstisch zu sitzen. Er war ein Mann, der im Kaiserreich aufgewachsen war, streng, diszipliniert und ordentlich. Magda war um einiges jünger und in vielen Dingen locker. Helmut bezog meist Stellung für sie, wenn die Eltern sich stritten. 1927 wurde Magda wieder schwanger, doch sie erlitt eine Fehlgeburt. Geschäftlich wurde es für Günther auch nicht ruhiger. Im Versailler Vertrag von Mai 1919 hatten die Siegermächte Frankreich, Italien, Großbritannien und die USA dem Deutschen Reich sämtliche Rechnungen aufgebürdet, die nach dem Großen Krieg offen geblieben waren. Eine Schadenersatzsumme von 132 Milliarden Goldmark, aufgeteilt in Jahresraten, sollte das Land entrichten. Das Ergebnis? Die Preise schossen in die Höhe. Und nicht nur das. Im Juni 1922 erschossen 2 Männer aus einem Auto heraus den damaligen Reichsaußenminister Walter Rathenau. Diese Bluttat zerstörte den Rest des Vertrauens in die Mark und Deutschland erlitt eine Inflation von 1.300%. Im Oktober gab es schon 2,5 Billiarden Markscheine. Einen Monat später waren daraus 400 Trillionen Markscheine geworden. Das Schicksal der deutschen Währung war gefällt. Panik machte sich breit. Großkonzerne kauften fleißig an der Börse ein. Es glich alles einem Haifischbecken, in dem die Raubfische große und kleine Fische einfach auffraßen. Auch Günther steckte in der Klemme. Damals suchte er wegen Geldnot Hilfe beim einflussreichsten Banker dieser Zeit, Jakob Goldschmidt. Goldschmidt war ein Geschäftsass. Er bot ihm einen Kredit an, mit dem er täglich Aktien der deutschen Wolle aufkaufen konnte. Doch als es später um die Kapitalerhöhung ging, der Günther nicht zustimmen wollte, sagte Goldschmidt ihm: »Die Kapitalerhöhung müssen Sie machen. Ablehnen können Sie nicht. Sonst muss ich Ihnen die gewährten Kredite entziehen.« Günther war also in gewisser Weise gefangen. Diese Drohung ließ ihn die ganze Nacht nicht schlafen. Unruhig wälzte er sich in seinem Bett hin und her. Am nächsten Morgen entschloss er sich schließlich, sein komplettes Aktienpaket an die Goldschmidt-Danat-Bank zu verkaufen. Und damit war er draußen. Wohin aber mit dem vielen Geld? Nun lagen 45 Millionen Mark auf seinem Konto aus dem Aktienverkauf. In Zeiten wie diesen war das ein zu hohes Risiko. In Stunden konnte das große Vermögen zu einem Nichts zerrinnen. Also setzte sich Günther hin und überlegte, wie er das Geld am geschicktesten anlegen könnte. Zuerst zahlte er seine Bankschulden von rund 10 Millionen Mark. Den Rest legte er in Aktien verschiedener Steinkohle-, Braunkohle- und Kaligruben an. Jetzt war sein Vermögen zwar sicher, aber er war nicht glücklich damit. Er mochte nicht an vielen kleinen Firmen beteiligt zu sein. Ihm schwebte ein großer, ja vielleicht sogar ein absoluter Aktienanteil an einer einzigen Firma vor. Günther beginnt wenig später mit einer aufwendigen Recherche und wird fündig. In die engere Auswahl kommen die Mühlenbau und Industrie AG in Braunschweig, der Kunstseidenhersteller J.P. Bemberg
und die Akkumulatorenfabrik AG, kurz AFA. Er konzentriert sich komplett auf die AFA, weil bei den anderen beiden Betrieben bereits Aufkäufer am Werk waren. Ganz heimlich vergrößert Günther bei der AFA sein Aktienpaket, wovon der Firmengründer Adolf Müller nichts bemerkt hatte. Um seine Taten geheim zu halten, kaufte er 4 Millionen AFA-Aktien auf die Rechnung der Tuchfabriken, anstatt auf seinen Namen. Doch ganz dumm waren die AFA-Manager auch nicht. Sie witterten die Gefahr und, um Günthers Übernahme zu vereiteln, entschlossen sie, das Aktienkapital zu verdoppeln und Schutzaktien mit 10-fachem Stimmrecht einzuführen. Das war ein harter Schlag für Günther. Aber er hatte sich in diese Idee verbissen. Schließlich musste er sein Kapital loswerden. Eines Tages findet er in der Berliner Börsenzeitung eine Annonce. Aktionäre, die sich unserer Absicht gegen die Vorschläge der AFA betreffend der Ausgabe von mehrstimmigen Vorzugsaktien zu stimmen, anschließen wollen, sollen sich mit uns in Verbindung setzen. Perfekt. Es gab also noch andere, die gegen diese Kapitalerhöhung und das vermehrte Stimmrecht waren. Günther rief die Redaktion der Zeitung an. Der Chefredakteur des Blattes, Walter Funk, der später Hitler als Wirtschaftsminister dienen sollte, kannte Günthers Namen und half ihm herauszufinden, wer hinter der Anzeige steckte. Es war Paul Hamel, der Mitinhaber des Bankhauses Sponholz und Co. Günther klemmte sich noch am selben Abend hinter das Telefon und rief ihn an. Doch Hamel hatte nur Aktien im Wert von 700.000 Reichsmark und Günther kontrollierte ein Kapital von 6,3 Millionen Reichsmark. Das war nicht genug. Sie brauchten mindestens 9 Millionen Reichsmark, um die Mehrheit zu haben. Hamel hatte eine Idee. Er wusste, wo noch viele Aktien der AFA lagen. Bei Jakob Goldschmidts Danat Bank. Günther zögerte, als er den Namen hörte. Goldschmidt hatte ihn fast ruiniert und seine Drohung hatte auf ihn wie eine Erpressung gewirkt. Aber ihm fiel keiner ein, der ihnen hätte den Rest des fehlenden Geldes geben können. Und so rief er Goldschmidt doch an und verbündete sich wieder mit ihm. Jetzt hatten die beiden schließlich wieder ein und dasselbe Ziel. Jedoch hatten sie ihre Rechnung ohne den jüdischen Bankier Karl Fürstenberg gemacht, der damals der Herrscher über die AFA war und an dem sich Günther die Zähne ausbiss. Aber Günther war klug und kaufte heimlich weitere AFA-Aktien auf, solange bis er 1923 der Vorsitzende des Aufsichtsrates wird. Wie sein Sohn Hans später berichten wird, war der alte Bankier Fürstenberg über diese Manieren so sehr entsetzt, dass er den Vorsitz niederlegte. Aber diese Übernahme markiert einen wichtigen Punkt in der Geschichte vom Aufstieg der Quanz. Der traditionsreiche Elektrokonzern AFA war nämlich nicht nur in Deutschland bedeutend, sondern weltweit. Von 1924 an ging es stark aufwärts. Die neue Reichsmark war stabil, beim deutschen Volk keimt wieder Hoffnung auf. Es waren die guten Jahre unter Reichskanzler und Außenminister Gustav Stresemann. Die AFA kontrollierte in Deutschland 80% des Geschäfts mit Akkumulatoren, aber für Günther ist das nicht genug. Er treibt Expansionen im Ausland voran, in Schweden, Norwegen und Ungarn vor allem. Sein bissiger Geschäftssinn ließ Günther schnell heranwachsen, auch wenn er dafür knallhart über Leichen gegangen war. Doch bald darauf sollte die Familie Quandt einen schweren Schicksalsschlag erleiden. Eines Tages, im Jahre 1927, bekam Helmut, Günthers Sohn, plötzlich schreckliche Unterleibsschmerzen und wurde mit Verdacht auf Blinddarm ins Krankenhaus eingeliefert. Als seine Eltern abends dort eintrafen, befand er sich aber glücklicherweise auf dem Weg der Besserung. Am Morgen darauf war Günther bei der Visite anwesend und hörte, wie der behandelnde Arzt der Krankenschwester auftrug, Helmuts Wunden abends mit einem Ölklistier einzureiben. Günther musste an die frische Luft. Solche Sorgen hatte er sich um Helmut gemacht. Er ließ Frau Magda mit dem Sohn allein und ging eine Runde spazieren. Als er zurückkam, kam ihm Magda panisch entgegen und erzählte ihm, dass Helmut vor Schmerzen schreiend im Bett lag. Als Günther um die Ecke kommt, hört er ihn brüllen. »Die ganzen Wunden habt ihr mir aufgerissen!«
Die Krankenschwester hatte einen Fehler gemacht. Sie hatte anstatt reines Öl mit Wasser verdünntes Öl genommen. Ein Fehler, der über Helmuts Leben entscheiden wird. Günther beugte sich über ihn. Auch Magda hielt seine Hand. Da bat Helmut die beiden: Ihr müsst immer recht lieb zueinander sein. Das versetzte Günther einen Stich ins Herz. Denn es fühlte sich für ihn wie ein Abschiedswort an. Gegen 21 Uhr fand Helmut endlich Ruhe und schlief ein. Als die Eltern vom Abendessen auf sein Zimmer zurückkamen, wand er sich wieder vor Schmerzen. Stundenlang mussten Günther und Magda zusehen, wie ihr Sohn litt. Um 6 Uhr morgens ist Helmut tot. Herbert, Helmuts Bruder, war gerade mal 9, als er Mutter Antonia verlor. Nun war er 17 und auch sein Bruder war von ihnen gegangen. Es ist nicht nötig zu erwähnen, dass Herberts Kindheit keine schöne war. Er fand die Erfüllung in der Musik, denn er war ein begeisterter Klavierspieler. Dann der nächste Schock für die Quanz. Herbert hatte ein Augenleiden, das ihn möglicherweise erblinden lassen würde. Günther erwartete natürlich trotzdem von Herbert, die Lücke des Bruders zu füllen. Und so nahm er ihn mit auf Reisen um die ganze Welt, damit er schnell zu einem echten Unternehmensleiter werden konnte. Das mag für uns grausam klingen, aber früher war es nun mal so. Magda hingegen kam mit der schnellen Wiederaufnahme des normalen Lebens nicht klar. Ihre Gefühle für Günther waren erkaltet und so bat sie mit 27 Jahren um die Scheidung. Günther wurde misstrauisch und ließ sie 1929 durch einen Detektiv beschatten, der herausfand, dass sie eine Beziehung mit einem industriellen Sohn und damit das Sorgerecht für ihren Sohn Harald verloren hatte. Nach einem harten Streit vor Gericht hatte Günther sich letztendlich großzügig gezeigt und ihr erlaubt, Harald zu behalten. Außerdem sprach er ihr eine monatliche Rente von 4.000 Mark zu und somit wurde die Scheidung 1929 vollzogen. Magda war mit 27 nun eine alleinerziehende Mutter. Doch das füllte sie nicht aus. Eines Tages sagte sie, nach Genuss von zu viel Alkohol, zu ihrer Mutter, dass sie die Langeweile nicht mehr ertragen konnte. Da kam es wie gerufen, als ein alter Freund ihr vorschlug: Kommen Sie doch zu uns, arbeiten Sie mit der Partei. Magdas erste Begegnung mit der NPD fand 1930 im Berliner Sportpalast auf einer Wahlkundgebung statt. Der Redner des Abends war Josef Goebbels, den Adolf Hitler 1926 zum Gauleiter von Berlin gemacht hatte. Seine Reden waren gut und dieses Talent war es, was bei Magda einen tiefen Eindruck hinterließ. Sie verliebte sich an jenem Abend und trat am 1. September 1930 in die NSDAP ein. Hier übernahm sie die NS-Frauengruppe. Doch Magda wollte ja eigentlich an Goebbels ran und so bewarb sie sich auf den Posten der Sekretärin bei Goebbels Stellvertreter. An einem Tag, dann endlich. Goebbels begegnet ihr auf der Treppe und auch er war hingerissen von ihr. Kurz darauf bat er sie in sein Büro, ließ sich jedoch kein persönliches Interesse anmerken. Sie unterhielten sich erstmal nur über das Dritte Reich und seine Visionen. Doch in seinem Tagebuch beschrieb er sie so: Und abends kam Magda, die Liebe. Sie war gut zu mir. Sie scheuchte alle Sorgen weg. Ich liebe sie sehr. Das ideologische Gebräu der NS-Partei störte Magda nicht im geringsten, obwohl ihr Stiefvater Jude war. Ihr Sohn Harald, damals 9, trug die Hitlerjugenduniform, als Magda ihn im Hotel Kaiserhof in Berlin zum Parteiführer Hitler hinaufschickte. Der Führer fragte ihn: Wer hat dir denn diese schöne Uniform gemacht? Meine Mutter. Und wie fühlst du dich in dieser Uniform? Doppelt so stark. Hitler amüsierte sich über die Aussagen und trug ihm schöne Grüße an die Mutter auf, die wartend in der Halle saß. Bald darauf aßen Magda, Harald und Goebbels mit Hitler zusammen und ihre Weltanschauung beeindruckten ihn. 1931 gaben Magda und Goebbels ihre Verlobung bekannt und heirateten schließlich am 19. Dezember 1931. Es ist das Jahr, in dem auch Günther den Führer bei Treffen wegen der Wirtschaftskrise in Deutschland und wie sie sich beheben ließe, kennenlernte. Günther war mit den Verhältnissen der Weimarer Republik seit langem unzufrieden und trat dem Faschismus bei. Goebbels hatte zu dieser Zeit große Geldsorgen und wusste nicht, wie er den anstehenden Wahlkampf finanzieren sollte.
Bei einem Treffen 1933 mit 25 deutschen Industriellen wurden Spenden eingeholt, auch von Günther. Am 5. März geht die NSDAP tatsächlich als klarer Sieger hervor. Geholfen hatten hierbei 25.000 Mark Spendengelder von AFA und 400.000 Mark von der IG Farben. Günther trat am 1. Mai 1933 selbst in die NSDAP ein, doch zwei Tage später wurde er inhaftiert. In Goebbels Tagebüchern finden wir: Günther Quandt verhaftet. Warum? Steuersache. Ganze 6 Wochen saß Günther wegen Steuerhinterziehung in Haft. Dann stellten die fragwürdigen Geschäftsbeziehungen 4 Millionen Mark, um ihn auf freien Fuß zu setzen. Als Herbert 1932 von Geschäftsreisen nach Deutschland zurückgekehrt war, hatte er die heraufziehende rote kommunistische Gefahr als ein drohendes, ständig wachsendes Ungeheuer beschrieben. Aber zum Glück gab es ja diesen Adolf Hitler, der in kerniger Weise immer und immer wieder dem Kommunismus in Deutschland den Kampf angesagt hat. Im Oktober 1933 heiratete Herbert Ursula Münstermann, eine Frau, die er auf Reisen kennengelernt hatte. Doch das Eheglück wurde überschattet von Herberts Verantwortung für die Unternehmen. Die Ehe war zum Scheitern verurteilt. Sein Vater Günther beschließt, zur selben Zeit ein Werk zu bauen, in dem Spezialmunition hergestellt werden konnte. 1934 startete in Lübeck der Baubeginn. Seine nun bestehende Verbindung mit DWM, der Deutschen Waffen- und Munitionsfabrik, half ihm, 2 Jahre später die Maschinenfabrik Henry Pelz & Co. in Erfurt zu übernehmen, die als jüdisches Eigentum vom Reich gewaltsam eingezogen worden war. Danach übernahm Günther die elektrochemische Fabrik Volt in Werder an der Havel, deren jüdischer Eigner, Chemiker Fritz Eisner, sich gerade so über die Schweiz nach Großbritannien retten konnte. Mit der Tochterfirma der DWM, Dürener Metallwerke, verschlang Günther kurze Zeit später die Firma Weißkopf & Co. in Wuppertal. Für ihn waren es goldene Jahre, in denen er sich die Zwangsenteignung und Vertreibung jüdischer Industrieller zu nutzen machte. In seinem AFA-Werk in Hagen wurden 1940 erstmals aus Mangel an Arbeitskräften französische Kriegsgefangene eingesetzt. Doch es ging noch schlimmer. Im AFA-Werk in Oberschöneweide wurden Juden zu harter Zwangsarbeit gebracht und gleichzeitig von anderen Mitarbeitern isoliert. Eine Firmenbekanntmachung von 1940 besagte: Die eintretenden Juden sind keine Arbeitskameraden, sondern wie feindliche Gefangene zu behandeln. Jede unnötige Unterhaltung oder Annäherung hat zu unterbleiben. Von Anfang 1943 bis Kriegsende waren allein im Hagener Betrieb 1500 Menschen, die gegen ihren Willen die deutsche Kriegswirtschaft unterstützten. Diese Beschäftigung von KZ-Häftlingen markierte den Höhepunkt der Beteiligung des Quandt-Unternehmens an den Nazi-Verbrechen. Sie waren unter Gewalt und ohne Masken oder Handschuhe täglich giftigen Bleidämpfen ausgesetzt. Wenn einmal eine Bleikolik auftrat, sorgten die SS-Aufseher in der Quandt-Rüstungsfirma mit härterer Gewalt dafür, dass die Männer trotz Schmerzen weiterarbeiteten. Herbert war mit dem Einsatz von Zwangsarbeitern als kaufmännischer Leiter der AFA-Tochter Pertrix sehr wohl befasst. Dort arbeiteten KZ-Häftlinge unter grausamen Bedingungen. Laut des Historikers Joachim Scholtisek kamen in den Unternehmen der Quandt-Familie zwischen 51.000 und 57.500 Zwangsarbeiter zum Einsatz. Als 1940 die Wehrmacht einen Großteil Europas besetzt hielt, also als Deutschland Großmacht geworden war, da trat auch der damals 30-jährige Herbert in die NSDAP ein. 1941 kaufte sich Günther bei Bück Guldenwerke AG ein, welches arisiert worden war, bevor er es mit Hilfe der AFA übernahm. Scholtisek, der Historiker, hatte Günther nach all den historischen Recherchen, die er gemacht hatte, als Teil des NS-Regimes bezeichnet. Sein Enkel Stefan Quandt wird Jahrzehnte später Folgendes sagen: Betriebswirtschaftliches Fortkommen war für ihn das oberste Ziel.
Der beeindruckende unternehmerische Gestaltungswille hat an moralischen Grenzen nicht Halt gemacht. Das bedeutet, Günther profitierte aus Leid. 1944 kehrte Harald, der tapfer an der Front gekämpft hatte, nach München in ein Lazarett zurück, wegen einer Entzündung, die er sich zugezogen hatte. Goebbels war das mehr als peinlich, dass sein Stiefsohn sich in einem Lazarett ausruhte, anstelle zur Front zurückzukehren. Auch Mutter Magda geriet mit ihrem Sohn Harald in einen heftigen Streit darüber. Harald beugte sich ihrem Wunsch und ging nach Italien an die Front. Dort wurde er verletzt und erlebte das Ende des Krieges im britischen Kriegsgefangenenlager in Nordafrika. Zu einem Wiedersehen mit Goebbels und seiner Mutter sollte es nicht mehr kommen. Als das Ende des Krieges nahte, entschlossen sich die Eheleute Goebbels, gemeinsam mit Hitler unterzugehen. Ihre 6 Kinder nahmen sie mit in den Tod. Am 1. Mai 1945, nachdem Hitler und Eva Braun sich umgebracht hatten, machten sich auch die Goebbels ans Sterben. Magda erklärte den Kindern, dass jetzt alle Kinder und Soldaten eine Spritze bekommen. Ein SS-Arzt injizierte den Kindern Morphium. Als sie eingeschlafen waren, kam Magda ins Zimmer und träufelte Blausäure in ihre Münder. Nachdem sie ihre Kinder getötet hatte, ging sie mit Goebbels in den Garten, damit niemand ihre Leichen später aus dem Bunker tragen musste, und sie bissen beide auf Giftampullen. Günther, der keine Ahnung von dem Schicksal seiner Ex-Frau und den Kindern hatte, floh währenddessen von Berlin nach Bayern. In Leutstetten in der Nähe des Starnberger Sees wurde er 1946 ein weiteres Mal inhaftiert, diesmal wegen seiner NS-Vergangenheit. 2 Jahre später wurde er freigelassen, nachdem im Gerichtsverfahren mehrere deutsche Schwerindustrielle wie die DWM bestätigt hatten, dass Günther als Vorstand der AFA nichts von der Rüstungsherstellung mitbekommen hatte. Auch sein Sohn Harald war zur Gerichtsverhandlung vorgeladen. Er sagte vor Gericht Folgendes: Goebbels hat sich immer ziemlich hässlich über meinen Vater geäußert. Er sprach von ihm immer nur von einem Reaktionär und davon, dass solche Leute aussterben müssen, denn die würden nie Nazis werden. Und so kam Günther aus der NS-Vergangenheit mit einem blauen Auge davon. ...1950 heiratete Harald dann seine Jugendfreundin Inge Bandekow. Eine glückliche Ehe und die Familie wuchs rasch. Schon 1951 wurde Tochter Katharina geboren, 1952 folgte Gabriele, 1955 Annette, 1962 Colleen Bettina und 5 Jahre darauf schließlich die jüngste, Patricia. Auch Herbert suchte endlich noch einmal nach seinem Glück. 1950 heiratete auch er. Seine 2. Ehefrau heißt Liselotte Blobelt, eine Goldschmiedin, und auch hier wurden in kurzem Abstand 3 Kinder geboren. Sonja 1951, Sabina 1953 und Sven 1956. Doch für die Familie sollte bald der nächste Schicksalsschlag ins Hause stehen. Seit 1949 war Günthers Gesundheit schwer angeschlagen. 1954 reiste er kurz nach Weihnachten zur Erholung nach Ägypten. An Silvester hatte er einen Ausflug zu den Pyramiden geplant, doch daraus wurde leider nichts mehr. Im Alter von 73 Jahren starb er am Morgen des 30. Dezember. Es war das gleiche Jahr, als Deutschland zu einem souveränen Staat wurde. Die Menschen wurden von einem neuen Lebensgefühl ergriffen und vergaßen die harten Kriegsjahre, die hinter ihnen lagen. Der Aufstieg der Quanz sollte in dieser Zeit neue Höhen erreichen. Günther hinterließ ein Gesamtvermögen im Wert von 55,5 Millionen D-Mark, was heute etwa 150 Millionen Euro wären. Zu gleichen Teilen wurde dies an die Söhne in einem geregelten Vertrag aufgeteilt, in dem auch geschrieben war, dass die Söhne den Unternehmenssitz gemeinsam zu verwalten hatten. Herbert übernahm den Batterie-, Automobil- und Kali-Bereich. Harald übernahm den Schwerpunkt des Metallindustriezweigs und die ehemalige DWM, die heute IWK heißt. Eines haben die Quanz anderen Familienkonzernen voraus: Es gab keine Rivalität zwischen den Brüdern. Der Generationswechsel der Quandt-Dynastie verlief fast reibungslos. Das Aktienpaket der Daimler-Benz von 3,85% stach Herbert und Harald ins Auge. Die Brüder sahen dieses Feld in der Automobilindustrie als vielversprechend an.
Herbert und Harald beschlossen, das Engagement der Familie auf diesem Sektor aufzubauen und stockten die Daimler-Aktie auf 9% auf. Doch sie hatten Konkurrenz bekommen. Friedrich Flick, ein deutscher Industrieller und Milliardär, der ein verurteilter Nazi-Kriegsverbrecher war, hatte bei weitem mehr Geld und kaufte 1955 ganze 25% der Daimler-Aktien an. Damit hatte er das Rennen gemacht. Doch Herbert und Harald gaben nicht auf. Mitte der 1950er Jahre begannen die Brüder damit, ihre Fühler Richtung München zu den bayerischen Motorenwerken auszustrecken. BMW war damals schlecht organisiert und wirtschaftete ohne tatsächlichen Erfolg. Herbert begann, genau wie sein Vater damals, kleinere und größere Pakete an BMW-Aktien zu kaufen. Aber er informierte damals seinen Bruder nicht über diese Käufe. Doch die drei anderen, nämlich Pavel und Viehweg, beide Geschäftspartner der Quanz, und sein Bruder Harald, kamen ihm auf die Schliche und wollten ihn stoppen. In ihnen wuchs die Angst, in den offensichtlichen Absturz der BMW-Werke hineingezogen zu werden. Vom Vater hatte Herbert allerdings gelernt, wie man mit solchen Fällen umging. Man stimmt immer und ohne Worte und Schmunzeln zu und spielt das Spiel nach einer kurzen Pause einfach weiter. Und das war es auch, was er tat. Aber sein Bruder Harald begann, alles zu vereiteln, was der Bruder wollte. Es war, als ob er grundsätzlich immer Nein zu Herberts Ideen sagte. Also beschloss dieser, die BMW-Aktien auf private Rechnung zu kaufen und bekam dadurch die Gelegenheit für sein Solo. 1959 erwarb er endlich ein größeres Paket der BMW-Aktien, obwohl ein Bankrott nur noch eine Frage von Wochen gewesen zu sein schien. Harald hielt ihn für verrückt, doch diese Einschätzung sollte ihm später noch leid tun. Die Krise bei BMW jedoch setzte sich aus mehreren Faktoren zusammen. Der Hauptgrund war die unbeliebte Modellpolitik. Die Modelle waren entweder hässlich oder unpraktisch. Außerdem fehlten Mittelklassefahrzeuge. BMW machte 1958 einen Verlust von 12 Millionen Mark. 1959 waren es fast 15 Millionen Mark. Es schien hoffnungslos. Und ohne ihre Motorräderherstellung wären sie wohl schon Mitte 1958 pleite gegangen. Die BMW-Unternehmensspitze regierte seit 2 Jahren ohne Glück. Der damalige Vorstand war der Jurist Heinrich Richter Brohm. Ihm mangelte es nicht an Selbstbewusstsein, aber an Durchsetzungskraft und Fachkenntnis. Herbert hatte damals immer noch Daimler-Benz im Kopf. Das lag daran, dass dieser Name zu jener Zeit mit deutscher Kultur und Technologie in Verbindung gebracht wurde. Er wollte den BMW-Anschluss an Daimler-Benz und so reiste er, zusammen mit seinem Geschäftspartner Horst Pavel, zur Hauptversammlung in München. Sie nahmen einen Platz in der hintersten Stuhlreihe ein und verfolgten das Geschehen. Minute für Minute war Herbert sich sicherer, BMW würde seinem Plan zustimmen. BMW-Aufsichtsratschef Veit machte seinen Aktionären klar, dass die Zukunft düster aussah und schlug ein Sanierungspaket für BMW vor. Sein Vorhaben war, neue Aktien im Wert von 70 Millionen Mark auszugeben und an Daimler zu verkaufen. Der Nutznießer dieses Geschäfts wäre Friedrich Flick gewesen. Ihm gehörte damals bereits 40% von Daimler. Doch Veits Plan fand keine Zustimmung. Im Gegenteil, alle waren fürchterlich empört, dass die ruhmreiche Geschichte der bayerischen Motorenwerke nun so enden sollte. Eine wutentbrannte Masse schrie und stritt sich im Saal. Vorstand und Aufsichtsrat von BMW hatten den Widerstand gewaltig unterschätzt und auch Herbert war überrascht. Nur der Frankfurter Rechtsanwalt Friedrich Matern, der BMW vertrat, konnte diese Masse schließlich beruhigen. Die MAN Augsburg wollte außerdem seit langem die BMW Triebwerksbau GmbH in Allach für 30 Millionen Mark kaufen. Der Rechtsanwalt Matern hatte entdeckt, dass in der Gewinn- und Verlustrechnung für das Jahr 1958 die Entwicklungskosten für das neue BMW-Modell 700 bereits enthalten waren. Diese Bilanzierung war verboten, weil das neue Modell erst im Laufe mehrerer Jahre in die Kassen fließen musste und die Bilanz auf 3 Jahre verteilt werden sollte. So stimmte er die Masse um. Herbert war sich sicher, dass er bei BMW einiges rausholen konnte und beschloss, die Zügel in die Hand zu nehmen und den Betrieb zu sanieren. Was aber interessierte Herbert eigentlich so sehr an BMW? Herberts Liebe gehörte schon immer den Autos und er hatte den Traum, ein Auto wachsen zu sehen. Ein Wunsch, der ihm bei Daimler-Benz versagt geblieben war.
Er verzichtete darauf, in den Vorstand zu gehen. Er wollte BMW nur aus dem Hintergrund führen. Ohnehin war er kein Mann gewesen, der den Drang verspürte, in der Öffentlichkeit anzugeben. Unter Herberts Führung veränderte sich das Bild von BMW rasant. 1960 war der Wendepunkt für das Unternehmen und für Herbert selbst. Er heiratete zum dritten Mal, diesmal seine Sekretärin Johanna Schrey, nachdem auch seine zweite Ehe an den Herausforderungen der Geschäftigkeiten zerbrochen war. Mit fast 50 wurde Herbert Johannas Ehemann. Susanne Klatten, die Tochter der beiden, wird später sagen: Ihre Ehe war mehr wie eine Freundschaft. Herbert benötigte damals gute Mitarbeiter für BMW und hatte Probleme, diese zu bekommen. Ein glücklicher Zufall half ihm aus der Patsche. Borgward, der Bremer Autohersteller, ging pleite und Herbert warb sofort den Produktionschef Heinrich Wilhelm Gieschen und den Einkaufschef Karl Mons ab. Aber er fand auch woanders Talente, nämlich den Automobilmanager Paul Hahnemann, der während des Krieges für Adam Opel gearbeitet hatte. Herbert recherchierte nächtelang die Marktnischen zwischen VW, Opel, Ford und Daimler-Benz auf. Für ihn war klar, er wollte in die obere Mittelklasse. 1962 hatte BMW zwar keinen Gewinn, aber immerhin auch keinen Verlust mehr. Unter dem Namen bürgerlich getarnte Raketen bekamen der BMW 1600, der BMW 1800 und der BMW 1800 Ti großen Beifall vom deutschen Volk. Im Jahre 1965 konnte BMW dann plötzlich die Nachfrage nicht mehr befriedigen. Also musste Herbert sich einen neuen Plan zurechtlegen. Ohne Gnade übernahm BMW ein Jahr später die kleinste Automobilfabrik Deutschlands, die Firma Glas in Dingolfing. Aber wie machte sich eigentlich Hahnemann, sein Verkaufsmanager? Mit den Autotypen BMW 2500 und BMW 2800 griff Hahnemann Mercedes das erste Mal frontal an. Diese Modelle waren sportlich schnittige Sechszylinder und der Erfolg war immens. Die Wartezeit für einen Käufer dieser Typen betrug damals ganze 15 Monate. Herbert war sich wohl bewusst darüber, was er Hahnemann zu verdanken hatte, aber er mochte ihn nicht. Hahnemann war selbstbewusst und widerspenstig, ständig beschwor er Streitereien über Preise herauf, die eigentlich gar nicht in seinem Bestimmungsrecht lagen, und er beugte sich so gut wie nie Herberts Willen. Hahnemann genoss es, in der Öffentlichkeit als Mr. BMW aufzutreten. Herbert mochte solche Show-Offs nicht. Doch sein Verkaufsmanager war zu gut, als ihn einfach entlassen zu können, und so schluckte er die anstoßende Art Hahnemanns hinunter. 1968 verkaufte BMW satte 110.000 Fahrzeuge und nahm dadurch 1,1 Milliarden Mark ein. Herbert hatte es geschafft. Ein Jahr später hielt er die absolute Mehrheit an der BMW-Aktie in seinen Händen, die ihm erlaubten, alles in BMW zu ändern, was ihm widerstrebte. Mit seinem ersten Schritt holte er den 41-jährigen Eberhard von Kühnheim an die Spitze des Unternehmens. Die Spannungen zwischen Kühnheim und dem überaus selbstbewussten Verkaufsvorstand Hahnemann waren vorprogrammiert. Es musste so kommen. Sie kollidierten schnell. Der Grund dafür war, dass Hahnemann einen Kleinwagen ins Programm aufnehmen wollte. Kühnemann allerdings diese Ideen nicht mochte, denn es war ihm zu riskant. Aufgrund dieser Auseinandersetzung berief Herbert eine Sitzung ein. Doch seine Ungerechtigkeit kam an diesem Tag ans Licht. Hahnemann war um 11 Uhr bestellt worden. Die übrigen Herren trafen sich jedoch schon um 8 Uhr, um über Hahnemanns schlechten Beurteilungssinn und sein selbstbewusstes Auftreten zu tagen. Es war ein Scherbengericht über den abwesenden und nichtsahnenden Hahnemann. Der Aufsichtsratschef Hermann Caroli war damals sein einziger Fürsprecher gewesen. Als Hahnemann am 27.10.1971 um 11 Uhr pünktlich die Tür durchschritt, hatte er den Kampf bereits verloren. Vergiss nicht, sein Verkaufsgeschick war es, was BMWs Einnahmen versiebenfachte. Doch jetzt war seine Karriere beendet. Herbert hielt es nicht mal für nötig, mit Hahnemann persönlich zu sprechen. Caroli war derjenige, der ihm die Hiobsbotschaft überbrachte. Für Kühnheim war der Abgang Hahnemanns eine Erlösung, denn nun war er die Nummer 1 im Münchner BMW-Werk.
Während Herbert mit der BMW-Sanierung beschäftigt war, hatte Harald daran gearbeitet, dass die Familie einen Platz in einer wiederbelebten Rüstungsindustrie fand. Es war die Konrad-Adenauer-Zeit. Die IWK, damals DMW, war eine der traditionsreichsten Waffenschmieden des Landes. Harald konzentrierte sich 1963 auf die Herstellung von Landminen, die Menschen töten und Panzer außer Gefecht setzen, aber eben im Krieg Verteidigungsstellungen effektiv sichern können. Er belieferte die deutsche Bundeswehr mit einer Antipersonenmine namens DM-31, die mehr als 4 Kilo schwer war und in der ein halbes Kilo Sprengstoff, ein Zünder und 300 bis 400 Stahlsplitter enthalten waren. Er hatte sich auch am Schwimmauto probiert, aber das war ein totaler Flop und Porsches Modell machte später das Rennen für die deutsche Armee. An einem schicksalhaften Tag im September 1967 wollte Harald zu seinem Haus an der Côte d'Azur fliegen. Er plante, sein Anwesen dort zu verkaufen. Die Maschine mit ihm und 5 weiteren Personen an Bord startete um 22.28 Uhr vom Flughafen Rhein-Main nach Nizza. Über Frankfurt tobte an diesem Abend ein grausames Unwetter. Gegen 22.50 Uhr meldete sich die Maschine per Funk aus der Nähe von Heidelberg. Eine Viertelstunde später hätte sich der Pilot eigentlich aus dem Schwarzwald melden sollen. Das geschah jedoch nicht. Man versuchte, Kontakt zur Maschine aufzunehmen, doch am folgenden Tag stellte sich heraus, dass der Flieger von seiner Route abgekommen und in den Bergen bei Saluzzo im Piemont abgestürzt war. Harald war gerade mal 45 Jahre, als er starb, und er hinterließ eine 38-jährige Frau mit 5 Töchtern im Alter von 2 Monaten bis 16 Jahren. Wegen des Erbstreits verschlechterte sich das Verhältnis zwischen Herbert und Inge, der Frau von Harald, drastisch. Schließlich mussten die industriellen Vermögen aufgeteilt werden. Inge und ihre 5 Töchter nahmen 4/5 der Daimler-Benz-Aktien. Herbert blutete das Herz, denn er hing daran. 1973 ging der Krach weiter, weil die Witwe den Unternehmensnamen in Quandt Vermögensverwaltungsgesellschaft ändern wollte. Herbert wurde wütend, denn ein solcher Name würde ja wieder auf ihn führen und das konnte er nicht dulden. Also veranlasste er, das Aktienpaket unter der Harald Quandt Erbenverwaltungsgesellschaft laufen zu lassen. Inges Berater warf währenddessen genervt das Handtuch. Herbert dachte daraufhin, das Verhältnis würde sich nun wieder verbessern, doch Kräfte kleinlicher Zerstörungswut waren schon freigesetzt worden. Es war zu spät. Die 2 Quandt-Familienzweige suchten einen Käufer für das Daimler-Paket und boten es dem Flick-Konzern an, aber der wollte nicht. Die Deutsche Bank winkte ebenfalls ab. Was nun? Am 28.11.1974 ging die Meldung an die Öffentlichkeit, dass die Quandts einen Käufer für die Daimler-Aktien gefunden hatten. Doch in der Presse wurde verschwiegen, wer der mysteriöse Käufer war. Wer war also der geheimnisvolle Käufer, der die Daimler-Aktie damals für 1 Milliarde Mark erworben hatte? Am 2. Dezember lüftete sich das Geheimnis. Der Käufer war das Scheichtum Kuwait. Die Öffentlichkeit kritisierte Herbert dafür stark. Franz Josef Strauß verteidigte diesen Verkauf so: Entscheidend ist, dass es der Quandt-Gruppe ein Jahr lang nicht gelungen ist, einen deutschen, europäischen oder amerikanischen Käufer für das Paket zu finden. Jetzt ist es soweit gekommen, dass Automobilaktien nur noch von denen gekauft werden, denen die Rendite egal ist. Und das sind die Araber. Die Familie Quandt war an all dem Erbstreit zerbrochen. Herbert übernahm auch noch das Rüstungsunternehmen. 1976 bekam er damit den größten geschlossenen Waffenauftrag nach dem Krieg. Ein 2. Vermögenstrennungsvertrag der Quandts wurde erstellt, um die Auseinandersetzungen endgültig zu beruhigen. Herbert bekam sowohl die internationale Spedition Günter Lohmann KG und die Wupper Metall GmbH als auch die Busch-Jäger-Dürener Metallwerke GmbH. Inge erhielt 50% an der Wagon Union GmbH, der UTB Teilzahlungsbank, der IWK Pressen GmbH und der DWM Copeland GmbH. Doch nur 2 Jahre später, am Morgen des Heiligabends 1978, lag Inge tot in ihrem Bett. Der Arzt stellte ein Herzversagen mit 50 Jahren fest. Dieser plötzliche Tod seiner Schwägerin lässt Herbert sich die Frage stellen, wie es nach seinem Tod weitergehen würde. Er wusste nicht, ob sich sein Nachfahre Sven Quandt für die Nachfolge überhaupt interessierte.
Er begann besessen davon zu werden, alles ordentlich geregelt zu haben, damit im Falle seines Ablebens keine weiteren Streitereien in der Quandt-Familie mehr stattfanden. So zerpflückte Herbert alle Unternehmen in Anteile und verteilte sie auf all die Erben, welche immerhin 6 auf seiner Seite waren und 5 auf Haralds Seite. Unter Kühnheims Führung forderte unterdessen BMW den Konkurrenten Daimler heraus. Kühnheim setzte zum Angriff in der Oberklasse an. Limousinen waren bisher die Domäne von Daimler gewesen. Doch 1977 präsentierte BMW die Modelle der 7er-Reihe. Wie eine Bombe schlugen diese Modelle ein und Herbert war überglücklich über diese Entwicklung. Doch ihm sollte nicht viel Zeit bleiben, den Erfolg zu genießen. Überraschend starb er am Abend des 2. Juni 1982 in Kiel, im Haus der Verwandten, an einem Herzversagen. Zu der Zeit von Herberts Ableben beschäftigte er ganze 70.000 Angestellte, wovon alleine bei BMW 45.000 Menschen arbeiteten. Mit einem Umsatz von 13 Milliarden Mark könnte man sagen, die Quandts hatten es geschafft. Herbert hatte das Unternehmen definitiv in aller Hinsicht bereichert und wir verabschieden uns an dieser Stelle von einem geschäftstüchtigen, zielstrebigen Mann. Herberts Tochter Susanne und ihr Bruder Stefan erbten ein riesiges Vermögen. Ihr privates Glück fand Susanne ausgerechnet bei BMW, als ihr ein Herr Klatten vorgestellt wurde. Die beiden verstehen sich gut. Jan Klatten war in BMW Regensburg für Einkauf und Logistik zuständig. Im Mai 1990 heiratete Deutschlands reichste Erbin Susanne den gutaussehenden Jan. Nach der Hochzeit ging das Ehepaar eine Zeit lang in die USA, weil Jan dort am Massachusetts Institute of Technology studierte. Ein Jahr darauf kehrten sie nach München zurück. Susanne war mit ihrem Vermögen in den Babynahrungshersteller Melupa eingezogen, der damals zum Altana-Konzern gehörte. Die Hälfte der Aktien war ihre. Doch Melupa sollte sich bald einem größeren Konzern anschließen und mit ihrer Zustimmung wurde der Babynahrungshersteller 1995 an den niederländischen Konzern Nutritia verkauft. Susanne erhielt 820 Millionen Mark aus dem Verkauf. Ihre Anteile behielt sie klugerweise und binnen weniger Jahre wuchs er zu einem bedeutenden Konzern heran. Es lief so gut, dass sie 2002 in den DAX einstieg. Susanne hatte bewiesen, dass mit Herberts Tod die Zeit der großen unternehmerischen Erfolge der Quandt-Dynastie nicht zu Ende gegangen waren. Ihr ging es immer darum, wer etwas leisten will, der soll Unterstützung finden. Unter diesem Motto ruft sie die Herbert-Quandt-Stiftung in den 1990er Jahren ins Leben, um den Schülern die Grundzüge der christlichen, jüdischen und islamischen Religion nahezubringen. Im Sommer 2010 verwandelt Susanne die Altana AG in ein reines Privatunternehmen. Das heißt, es gibt keine Aktien mehr und wählt den Aufsichtsratsvorsitzenden Fritz Fröhlich ab. Bis 2014 stieg der Umsatz ihres Chemiekonzerns um rund 500 Millionen Euro an. Doch was mit Altana so gut funktioniert hatte, das begann im Jahr 1997 mit einer Krise. Susanne und Stefan sollen in diesem Jahr bei BMW antreten und ein neues Kapitel in der Geschichte der Beziehungen zwischen den Quandts und BMW sollte sich dramatisch entwickeln. Als es 1998 darum ging, ob VW oder BMW die Luxusmarke Rolls-Royce übernehmen würde, die damals dem britischen Rüstungskonzern Vickers gehörte, schnappten die Geschwister Quandt Ferdinand Piëch dem VW-Unternehmensleiter alles weg. Ein Erfolgsschlag. Allerdings stellte sich fast zeitgleich heraus, dass die Marke Rover, die sie 1994 erworben hatten, eine Gefahr für ihr Unternehmen darstellte, weil die Rover-Fabriken veraltet waren und so kostete der Rover den BMW-Betrieb fast die Existenz. Die Verluste summierten sich 1998 auf insgesamt 1,9 Milliarden Mark. Eins war klar: Susanne und Stefan mussten handeln und eine Lösung für das schlecht laufende Rover-Unternehmen finden. So sollte ein neuer BMW-Chef versuchen, die Misere von Rover zu beheben. Sein Name war Joachim Milberg. Er arbeitete Tag und Nacht daran, Rover einen Stoß in die richtige Richtung zu geben. Doch noch im Herbst 1999 zeichnete sich klar ab, dass an der Schließung oder dem Verkauf des Autoherstellers kein Weg mehr vorbeiführte.
Gerüchte über den Verkauf von BMW hatten sich unter den Menschen breit gemacht, doch in einer Stellungnahme sagten Susanne und Stefan klar, dass dies nicht zur Debatte stand. Die Erlösung von Rover kam im Sommer 2000, als Land Rover für 3 Milliarden Euro an den US-Konzern Ford verkauft wurde. Der Mini war alles, was übrig geblieben war, und so begann die Serienfertigung des kleinen, knautschigen Autos im Frühjahr 2001. 2002 lagen die Verkaufszahlen dafür bei 144.000. Das nennen wir Erfolg. Als Milberg im Jahr 2002 vorzeitig wegen eines Bandscheibenleidens abtrat, entschieden sich Stefan und Susanne für den Nachfolger Helmut Panke. Nie zuvor stellte BMW so viele neue Modelle in einem Jahr vor wie 2003, darunter auch den BMW X3. 2003 schafften die Quandt-Geschwister endlich den Schritt nach China mit dem Automobilhersteller BMW Brilliance Automotive. Das war ein weiterer Meilenstein in ihrer Geschichte. Im Herbst 2005 heiratete Stefan seine Verlobte Katrin Quandt, die er seit 2 Jahren kannte. Das Paar schien glücklich, doch dann ereilte die Familie eine neue Tragödie. Es ist das Jahr 2007. Susanne möchte sich eine Pause gönnen und reist in das österreichische Hotel Lanserhof. Dort freundet sie sich mit dem Schweizer Helk Skarbi an, der mit 44 Jahren 6 Sprachen spricht und sich als ein Regierungsbeamter der Schweizer Regierung ausgibt. Die beiden beginnen eine Affäre. Susanne ahnt nicht, dass ihr Liebhaber ihre Treffen heimlich filmt. Als Skarbi immer aufdringlicher wird und ständig um Geld bittet, beendet Susanne schließlich die Affäre. Eines Tages klingelt ihr Telefon. Es ist ihr gekränkter Liebhaber. Er droht, Susanne mit dem heimlich aufgenommenen Sexvideo an die Öffentlichkeit zu gehen und fordert 49 Millionen Euro. Susanne beugt sich ihrem Erpresser nicht, erzählt ihrem Mann die Wahrheit und schaltet die Polizei ein. 2008 wird Skarbi dann in einer gefakten Geldübergabe festgenommen und später zu 6 Jahren Haft verurteilt. Doch Susanne hatte einen zu hohen Preis dafür gezahlt. Es war ein Skandal, der Deutschland schockierte. Ihr Foto war auf jedem Titelblatt abgebildet. Für sie war es schrecklich. Genau wie ihr Vater mochte sie es nicht sonderlich, in der Öffentlichkeit zu stehen. Schon gar nicht mit einer aufgeflogenen Affäre. Ihr Bruder Stefan Quandt ist heute der mächtigste Mann bei BMW. 2007 wurde die BMW-Welt eingeweiht, eine Mischung aus Ausstellungshalle und Veranstaltungsort und definitiv eine touristische Attraktion und Sehenswürdigkeit in Bayern. Für ihn ist es wichtig, dass die Menschen der Automarke näher kommen können. Laut der Pläne, die Stefan mit BMW im Jahr 2012 gemacht hatte, sollten mindestens 1,8 Millionen Autos und 150.000 Motorräder verkauft werden. Doch 2008 trifft die Finanzkrise sie hart und der Absatz fiel um 65.000 Fahrzeuge, was fast 3 Milliarden Euro ausmacht. Daraufhin blieb Stefan und Susanne nur ein Weg: der Personalabbau. 7.500 Mitarbeiter werden im Jahr 2013 bei BMW gekündigt. Susanne stieg schon 2009 bei SGL Carbone ein, ein Unternehmen, das kohlenstoffbasierte Lösungen herstellt. In einem Interview sagte sie dazu: "Es ist wichtig, nicht das komplette Vermögen in ein Unternehmen zu stecken." Anders als ihr Großvater Günther Quandt ist sie weltoffen und konzentriert sich auf mehr als nur ein bestimmtes Unternehmen. Auch bei Fragen zum Umweltschutz ziehen Susanne und Stefan mit. Zwischen 2006 und 2014 hat BMW nach eigenen Angaben im Durchschnitt seiner Fahrzeuge den Verbrauch an Ressourcen und Emissionen um fast die Hälfte vermindert. BMW verzeichnet heute einen Umsatz von ca. 142,6 Milliarden Euro. 111.909 Menschen sind in seinen Betrieben beschäftigt. Die Geschichte, die hinter dem Autohersteller steckt, ist eine Geschichte, die uns berührt hat. Die Quandt-Familie hat einen langen Weg von der Textilindustrie zum Autohersteller hinter sich. Das Schauspiel fand über Generationen hinweg meist hinter den Kulissen statt. Und doch zeigt es wie kein anderes, dass politische Verstrickungen und Geld offensichtlich zu Erfolg führen können. Wenn dir unser ausführliches Video über die Quandt-Dynastie gefallen hat, dann kannst du unseren Kanal mit einem Klick abonnieren und dafür sorgen, dass wir dich auch weiterhin in die Vergangenheit der bekanntesten Unternehmen
und Unternehmerfamilien der Geschichte mitnehmen können.